Herzlich willkommen zurück zu Déjà-vu. Ich bin euer Jojin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ein Problem. Wir hatten ihr ja eine Dosis gegeben von Medikament 2. Ich glaube, wir laden den Speicherstand, wo wir den Kofferraum noch nicht aufgemacht haben. Nicht, dass das schon ein Problem war. Sie hat das zwar überlebt, hat er ja da gestanden, aber besser, wir holen uns die Medikamente erst. Wir haben noch Medikament 2. Alles in Ordnung. Okay. Dann machen wir den mal zu. Wieso geht das nicht? Hä? Ich hab den zugemacht. Ich hab den doch eben zugemacht. Wieso geht das nicht? Use? Nee, wie habe ich den denn zugemacht? The Black Mercedes-Benz. Überfragt? Ich hab den noch zugemacht. Bin ich denn jetzt total mit Sugar? Nochmal oben? Ach, einfach in die Mitte, wo die Frau ist. Alles klar, okay. Ja, nicht, dass sie den gleich noch finden. Also reisen wir wieder per Taxi. Schauen, ob wir wieder irgendwie überfallen werden von irgendjemandem. Ja, nehmen wir ruhig mal dich, warum nicht? Und da rein. Jetzt muss ich überlegen, was war das gewesen? Es war Sherman, meine ich, oder? Ich glaube, es ist Sherman. Und da wir nochmal gewonnen haben im letzten Video, haben wir auch wieder jede Menge Münzen. Also sollten wir da Geldprobleme gehen, immer wieder dahin mit Speichern und Laden, bis wir gewonnen haben. Und dann haben wir ein unendlich viel Geldvorkommen. Ha! Ist das die richtige Tür? Ja, die steht einfach nur auf der anderen Seite, dadurch sieht das anders aus, ne? Das ist aber, glaube ich, die richtige Tür. Ja, es ist die richtige Tür. Und in meinem ersten Videodurchlauf hatten wir natürlich alle mitgenommen. Das habe ich jetzt im Schnelldurchlauf vergessen. Wir nehmen alle Medikamente mit und probieren dann aus, welches wir genau brauchen. Vielleicht brauchen wir das Wahrheitsserum von ihr für sie. Wir nehmen einfach mal alles mit und dann schauen mal, was sie davon wach macht. Vielleicht das, was sie euphorisch macht? Das könnte sein. Das ist natürlich ärgerlich, dass wir das vergessen haben. Das hätten wir direkt da anwenden können. Alles mitnehmen. Immer gut beim Point-and-Click-Adventure. Alles mitnehmen, was da ist. So. Zack. Und wieder zurück. Hat uns natürlich jetzt 6 Münzen gekostet. Ein bisschen Verschwendung. Können wir aber nicht ändern. Ach man, ich habe doch gar nicht so schnell geklickt. Nochmal. So, kurz warten. Einmal klicken und jetzt hier oben Peoria sagen. Dankeschön. Und wir geben ihm natürlich sein Geld. Ich glaube, wir haben jetzt 7 Seiten schon. Und die sind voll.
Ach nee. Bitteschön. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 56 Gegenstände. Ach du lieber Scholli. Ja, ganz schön viel in dem Spiel. Nicht wenig. Sehr wahrscheinlich nicht alles wichtig. Ach du schon wieder. Ja, da wir jetzt was mehr Geld haben, werden wir es dir mal geben. Wieder zurück. Bitteschön. Zwei Münzen müssen wir auf 15 sein. The worm gladly takes the money, looks around and says, Joey's hitman has been looking for you. I got the word that he's waiting in your office. Ah, das ist im Endeffekt der Tipp, den wir schon kennen. Das ist natürlich schade. Vielleicht kann er uns noch mehr Tipps geben für Geld, das weiß ich nicht. Das testen wir jetzt erstmal nicht. Ich weiß, wie viel Geld wir noch brauchen. Wir sind wieder an der Mercedes-Karre. Dann machen wir die doch mal auf. Ach ne, wir müssen das wieder mit dem Schlüssel machen. Key 4 war das, ne? Ist richtig. Klick. It is open. Awesome. Und jetzt sollten wir speichern. Wir sind mit Medikamenten wieder da, wo das Video begonnen hat. Und werden diesmal nicht Medikament 2 nehmen. Wir testen einfach auf gut Glück und nehmen mal 4. Obwohl, das ist Blödsinn, ne? Besser lesen wir es. Da müsste das ja stehen. Gedächtnisverlust gegen Nervengas war das erste. Overeating. Euphorika, das könnte es sein. Chemopapain. Oder das. Das vielleicht danach. Chemopapain oder so ähnlich. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie die heißen. Overreal. Oder so ähnlich. Pentonal. Bicarbon. Chemopain. Versuchen wir die mal. Use 5. Kapsel. Und jetzt benutzen wir die Kapsel mit ihr. Nothing happened. She's probably immune to the medicine. Das war falsch. Ist aber vielleicht auch ein Problem, wenn ich hier die ganze Zeit neue Sachen reinpfeife. Das weiß ich nicht. Moment mal, da muss ich nicht so oft mich hin und her bewegen. Das ist ja Blödsinn. Direkt mal hier Use sagen. Aber sie scheint so dick zu sein, dass es ihr wegen der Masse nicht viel ausmacht, das Medikament. Das könnte ja sein. Versuchen wir mal Medikament 4. Habe ich das jetzt schon benutzt? Mist. Nicht, dass sie stirbt, weil wir ihr da so einen Cocktail geben mit unterschiedlichen Medikamenten. Okay, wir haben es schon reingetan. Alles klar. Dann nehmen wir doch mal die Ampulle und bitteschön. Haus rein, das Zeug. Nothing happened. She's probably immune to the medicine. Vielleicht war Medikament 2 doch richtig. Sie lebt ja weiter. Vielleicht hätten wir danach nur noch ein anderes geben müssen. Das könnte sein. Naja. Wir schauen mal. Also, wir haben 5 und 4 genutzt. Benutzen wir mal 3. Try and error, warum nicht?
Ja, das war natürlich dumm. Einmal damit. So, rein damit. Bi irgendwas. Bicarbon. Bei dem Medikament kam zwar wenigstens eine Wirkung. Vielleicht müssen wir das echt zuerst machen. Weil sie irgendein Nervengas abbekommen hat, war ja dieses Betäubungsmittel sehr wahrscheinlich. Das ist als Nervengas. Die 2 war sehr wahrscheinlich richtig, bloß danach muss ich irgendwas anderes vielleicht noch machen. Vielleicht noch ein weiteres geben. Wir testen trotzdem mal weiter durch. Also wir haben 5, 4, 3, 2 wissen wir, was dann passiert. Sie überlebt es auf jeden Fall. Und dann nehmen wir mal 1. Jetzt hat sie alles dran. Das scheint aber auch egal zu sein. Die scheint wirklich immun. Hä? The woman is trying to say something, but the gap prevents it from being coherent. Aha, sie ist wach geworden. Es war Medikament 1 und dass die anderen gegeben habe, ist egal? Ich glaube, ich lade besser mal neu. Das ist mir doch ein bisschen zu risikohaft, dass sie dann stirbt. Wir speichern vorher und dann kackt sie ab 2 Minuten später oder so. Und dann ist alles wieder von vorne. Bitte nicht. So, suchen wir Medikament 1. Use. Medic 1. Und bewegen uns hier hinten rüber. Und da müssen wir irgendwie den Knebel abkriegen. Wir haben aber kein Messer oder dergleichen. Ja, the woman is trying to say something, but the gap prevents it from being coherent. Also, das scheint richtig zu sein. Darum speichern wir jetzt mal, damit wir das nicht nochmal machen müssen. Können wir jetzt sagen, open? You can't do that. Einfach nur use? Wie machen wir das, dass wir den Knebel mitnehmen? Gag! Ah! Haben wir Take gemacht? Jetzt können wir mit dir reden. Hallihallöchen. Can't say anything to you while she is unconscious. Huh? Use Medic 1. Nochmal. Shit. Shit, und ich habe gespeichert in dem Moment. Jetzt habe ich mir ein Dead End gesetzt. Sag das bitte nicht. Bitte nicht. Wieso speichere ich denn auch so schnell? Komm, noch eins. The sodium pentanol takes effect. The woman starts bubbling. Take me home, please. Take me home. 525 Open Road. Take me there. She stops talking, falling back into complete unconscious. Huhu, wir haben eine neue Adresse. Problem ist, ich muss ja irgendwie mitnehmen. Kann ich das da auch mitnehmen? Nee. Okay. Dann mach mal zu. Doch, das geht. Wir wissen. Wir können das Fahrzeug ja nicht bewegen, ist unser Problem. Das heißt, wir werden wieder mit Taxi fahren müssen. Aber wir können sie ja nicht mitnehmen. Sie sagte, wir sollen sie mitnehmen. Wir sollen sie nach Hause bringen. Wie soll ich das denn machen? Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Schauen uns das an, oder? Wir können, es sei denn, ich kann irgendwie die Bombe entschärfen. Fragen über Fragen. Ich hoffe, wenn ich jetzt speichere, dass das kein Fehler ist. Mist. Ah, ich trau mich nicht. Okay, wir spielen mal ein bisschen weiter. Wir wissen, dass wir die Vorderhaube auch nicht aufmachen können. Sobald wir da drücken, BOM! Macht's direkt Kravusche. Also wir können sie nirgendwo hinfahren. Wir schauen mal, ob wir was bei ihr zu Hause machen können. Da ist er schon wieder!
This black eye shines as a souvenir of your last encounter. Guck mal, wir haben ein Auge gehauen. Er will aber trotzdem nochmal. Okay, Hotshot. I wouldn't try that again if I were you. Give me your money now. Können wir direkt nochmal hauen. Bitteschön. Bam! Kannst du dem bitte mal die Knarren abnehmen? A swift jab to the mugger's left eye sends him reeling back in pain. He quickly runs away. Dass er mich nicht einfach abknallt. Ob wir den nochmal wiedersehen, jetzt mit zwei blauen Augen? Gute Frage. Ah, das ist schon nett gemacht, das Spiel. Das ist echt ein gutes Classic-Adventure. Nice, nice, nice. Hallihallöchen, wir haben eine neue Adresse. Sind vorsichtig hier, warten mal, bis du zu Ende geschrieben hast. Und drücken einmal. Und wollen jetzt nach Auburn Road oder so ähnlich. Alles klar. Dankeschön. Und du kriegst von uns natürlich ein paar Münzen dafür. Aber immer doch, gerne. Jupp. Nehmen wir die. Bitteschön. Und raus. Ein neuer Ort. You buy a large, estate. It looks like Terra from Gone with the Wind. Ah, lass uns nochmal verschieben auf morgen. Ach ja, morgen, genau. Okay, wir speichern. Neuer Ort, wir speichern. Und hoffentlich haben wir nicht einen Fehler gemacht. Zu viel Medizin da gegeben oder irgend so ein Prüll. So, das wird wohl das Taxi sein. Ja, okay. Sieht zwar nicht gelb aus, orange, aber es wird zwar sein. Was haben wir hier? It's a mailbox. The number 525 is on it. Oder 625, was auch immer. Kann man schlecht lesen. Ah, hier 6. Das war eine 6. Open the mailbox. Da haben wir doch einen Umschlag drin. Her damit. Noch mehr Gegenstände. Immer gut. Ich hatte gerade hier irgendwie Envelope, ne? Aber es ist ja weg. Na gut. Ganz zum Ende. Knebel muss ich ja wohl nicht untersuchen, oder ist der nochmal wichtig? White Clothes, okay. Oben. Schau doch mal rein. Was gibt's denn da Schönes drin? Einen interessanten Brief. Ah, dass wir da immer wieder bis zum Ende gehen müssen, dass er sich das nicht merkt, dass wir an der Stelle sind. So. Lies mal. This ransom note reads Dunwood. We have your wife. You have 24 hours to collect $20,000. If you contact the police, she's dead. Be standing at the corner of Peoria and Elm at exactly 12 midnight. Have the ransom in the briefcase. There you'll be contacted with further instructions. Also, Kidnapping, wollten Geld einlösen lassen. Das ist aber alles nicht passiert. Können wir nochmal das Haus anschauen. Ah, der ist wohl ziemlich reich. Okay. Können wir da mal aufmachen. Won't open. Beweg dich mal dahin. You're at the front door of the mansion. The door has a huge knocker on it. Speicher mal bitte. Be careful. Dann benutzt den mal. You rap the knocker against the door. Knock knock. Anybody's at home? The butler explains that he has strict order not to let anyone in the house unannounced. Especially when the master is asleep. This guy looks like the classic whip. Okay, dann würde ich sagen, dass wir ihm mal den Brief da geben. Oder können wir den einfach auch umnocken, ob das so gut ist? Ich glaube, wenn wir den Brief geben, ist das ein Problem. Wir können ihm mal den geben, dann denkt er, wir sind der Kidnapper. Das klappt nicht. Können wir einfach an ihm vorbeigehen?
Wham! The bubbler slams the door in your face. Das hat nichts gebracht. Mach schon wieder auf. The bubbler explains that this is not strict order, bla 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 bla. Naja, der schläft und so weiter. Können wir mal so mit dir quatschen, dich zubrabbeln? The butler says in a troubled voice, "There's nothing I can tell you. Please leave." Okay. Wir sind hier und... Mach mal auf. Also du musst wissen, wir verkaufen diese wunderschönen Lederjacken. Also echte Maßarbeit. Unfassbar geil. Schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Bams. Das hat Indiana Jones auch so gemacht. Und es klappt. You knock the butler out with a tremendous punch. He now lies in an unconscious heap. Good job. Okay, wir können zwei Wege gehen. Ob das schlau war, weiß ich nicht, aber rohe Gewalt klappt ganz gut, ne? Also, you're in a hallway with two doors. Krass, wie groß das Spiel noch ist, ne? Das habe ich alles nicht erwartet. It can't be moved if it's not opened. Ah, okay, alles klar. Dann mach mal auf. Irgendwo schläft aber natürlich der Kerl. Wir müssen aufpassen. Und ich speichere besser mal nicht. Ich mache hier gleich irgendeinen Fehler. Vielleicht hätte ich den schon gar nicht umhauen dürfen. Achso, komm, mach mal beide bitte auf. Damit ich hier nicht so oft hin und her muss. Zwischen Move. Hm. You're in a bedroom. You smell a cheap, strong perfume odor in the air. Und da schläft irgendeine Frau drin. It must be a guest room. There's a woman asleep in the bed. Okay. She's a real hook looker. You recall seeing her before. Ah, könnte das sein, dass das die auf der auf dem Foto war, wo wir gesehen haben. Ich vermute, das ist eine Prostituierte oder was. Können wir die anquatschen? The woman is fast asleep. Hm. Nimm sie mit. Geht natürlich nicht. Können wir open machen hier. What do you think you're doing? Ja, zu ihr legen. Schauen wir uns das mal an. Eine Lampe. Schön. Nein, das da drunter. It's a nightstand with drawers. Open it. Open the net table oder so ähnlich. Memo, Ballpen, Glasses. Wie wir so sind, nehmen wir alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Thank you. Da hinten haben wir noch eine Tür, die machen wir mal auf. Open the door. Und wir lesen mal die Sachen, die wir gerade bekommen haben. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, X-Mine. It's a blank notepad. You notice that the top sheet of the pad has several indentations on it. Ballpen. It's a ballpen. Point pen. It's a pair of reading glass. Okay. Müssen wir mal schauen, ob wir das nochmal gebrauchen müssen. You're in the master's bedroom. There's a man asleep in the bed. Quatsch den mal an. The woman? Hä? Wieso woman? Das ist doch... It looks like Mr. Sternwood is having a nice sleep. Und wir können ihn auch nicht wecken. Kannst du ihn hauen? They must be really be in a deep sleep. No matter how much you shake them, they won't wake up. Oh Gott, die haben die alle K.O. gemacht? Nee, kann nicht sein. Sehr seltsam, dass das nicht geht. It's a briefcase that recall having carried a while ago. Aha. Open the briefcase. Nothing inside. Take the briefcase. Machen wir da auf. Aha. Tissue. Candy Box. Und nochmal den dritten Envelope. Maßig Kram wieder neu da.
würde sagen, wir machen mal einen Break und... Oder schauen wir uns die Sachen gerade noch an, die wir gerade bekommen haben. Ja, auf jeden Fall. Es ist zwar schon wieder was drüber, aber... Wird schon klappen. It's a box of tissues. You know how to use them, don't you? You just put one to your nose and blow. Vielleicht benutzt man es auch für was anderes. It's a box of chocolates. Lecker! It looks like a standard legal size envelope. Da machen wir die Süßigkeiten, die Schokoladenbox auf. Oh, super, die nehmen wir mit uns. Falls wir irgendwann das mal brauchen sollten oder das hier alles nur unnütz ist. Das kann natürlich auch gut sein. Und einmal nochmal nach rechts gehen. Wir hatten noch was, was wir uns anschauen. The Open Envelope 3. Und da haben wir einen Brief drin. Den schauen wir uns jetzt hier drinnen an. It's a letter that says, Sternwood, this is my final warning. Keep your hands off Vickers or your wife gets a story. I don't think she's look upon you so favorably in her will after that. Since Vickers belongs to me, you can pay for her if you want her that bad. She cost you 20 grand. Aha. Sie sind auch alle kriminell hier. Okay, move on, aber das erst im nächsten Video. Bis demnächst, euer Chojin.